Früher war es einfach so, der Malermeister, das war halt einfach das Allerhöchste. Es war unglaublich angesehen. Ja? Heute sei mir daheim noch vor das Handwerk, gehst gern lieber studieren oder da machst du dich zu dreckig, da machst du dich zu kaputt. Diese Wertigkeit vom Handwerk, dieses Stolz zum Handwerk, der fehlt uns. Etwas, was ich immer im Hinterkopf habe, was mein Vater so immer wieder gesagt hat, oder was er mir auch vorgelebt hat vielmehr, ist halt die absolute Hingabe zum Handwerk. Es geht nicht darum, sich dreckig zu machen, sondern es geht darum, was zu erschaffen. Wir kommen aus dem klassischen Malerhandwerk. Also unser Betrieb wurde 1923 gegründet. Wir feiern 2023 praktisch 100-jähriges Jubiläum. Als vierte Generation bin ich ins Unternehmen dazugestoßen. Ich glaube, die heutige junge Generation, wenn sie versteht, dass es jetzt nicht nur erfüllend ist, lange zu studieren, sondern dass Handwerk letztendlich ein lebenslanges Studium sein kann, wo ich jeden Tag was Neues machen kann, ja, und kein Tag wie der andere ist, ja, glaube ich, ist der Beruf mehr als attraktiv. Also ich bin sehr stolz auf die, die das vor mir gemacht haben. Ich bin stolz darauf, dass ich das weitermachen kann. Ich bin stolz darauf, dass ich Menschen zu motivieren kann, diese Philosophie zu leben, ja, weil ohne unsere Mitarbeiter wäre das nicht möglich. Ja, also davor hängt viel ab. Jede Baustelle macht mich stolz, wenn Menschen am Schluss sagen, super, vielen Dank, hat mich gefreut.